In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 4.2 des CAD-Workshops. In dieser Aufgabe geht es wieder um Baugruppen. Speziell sollen wir hier jetzt diese Schlauchklemme zusammenbauen. Mit der Besonderheit, dass diesmal einige Teile nicht gegeben sind. Wir müssen uns die vorher einmal selbst entsprechend den technischen Zeichnungen dort konstruieren. Und damit fange ich jetzt auch am Anfang an. Und zwar mit diesem Ring. Da gibt es jetzt keine speziellen neuen Werkzeuge. Einfach die bekannten Skizzenelemente einmal nutzen, um diesen Ring zu konstruieren. Also ich fange hier an mit diesen beiden Halbkreisen. Dann konstruiere ich als nächstes hier oben diesen Teil. Die sollen sinnvollerweise konzentrisch sein. Und dann lege ich mir zwei Hilfslinien an. Mal so und einmal so. Und dann können wir schon mal anfangen, ein paar Maße zu setzen. 25er Radius hier unten. Eine Stärke von 1 mm. 5er Radius hier oben. Okay. Und jetzt an der Stelle macht es einmal Sinn, diese Linie hier richtig auszurichten. Soll sinnvollerweise natürlich genau durch den Mittelpunkt hier gehen. Das mache ich einmal mit einer weiteren Hilfslinie. So. Und ich setze die beiden hier kolinear zueinander. Das kann ich dann einmal spiegeln. Diese drei Elemente brauchen wir, die spiegeln wir um diese Hilfslinie auf die andere Seite. Schließen das Ganze hier einmal an. Und dann stellen wir den Abstand hier oben ein. Dann ist die Skizze auch schon fast vollständig bemaßt. Wir brauchen noch einen Winkel. Und zwar jetzt, ja, wir können auch diese Linie nehmen und hier 40 Grad einstellen. So. Durch die Symmetriebeziehung haben wir das auch direkt auf der anderen Seite. Das können wir austragen. Und zwar um genau 15 mm. Okay, einmal kurz zu den Ansichtseinstellungen. Ich habe in der Vergangenheit oft die Tastenkombination STRG 8 benutzt. Die entstammt hier oben dieser Schaltfläche. Normal auf. Richtet immer nach der letzten Ansicht aus. Wenn man hier auf diesen Button drückt, öffnet sich auch dieser Würfel, mit dem wir auch die Kameraansicht auf eine entsprechende Richtung ausrichten können. Zum Beispiel hier. Genau für diese Ansicht. Das Ganze kann man auch aufrufen, indem man die Leertaste drückt. So. Und dann ja, sieht man immer diesen Würfel. Wir wollen noch eine weitere Skizze hinzufügen, mit der wir die Bohrung für die beiden Löcher erstellen können. Wir sehen es jetzt schon aus dieser Perspektive hier gut. Die Ebene rechts ist dafür geeignet. Machen wir einmal eine neue Skizze. Und dann brauche ich eine Hilfslinie, die benutze ich, um mir das Ganze passend auszurichten. Jetzt ist hier noch relativ schlecht zu sehen, wo genau die Mitte ist. Das hier ist nicht zwingend der Mittelpunkt von dieser Rundung hier. Ich lege erstmal einfach nur diese Linie hier hin. Und dann blende ich mir nochmal eben unsere Skizze von eben ein. So, da kann man sie sehen. Logischerweise soll dieser Punkt genau mit diesem Punkt hier deckungsgleich sein. So,
passt sogar genau aufeinander, weil die Ebene hier genau liegt. Dann machen wir diese Linie hier einmal bis zum Ende durch, dass die genau hier anliegt. Und die soll auch horizontal liegen. Damit ist sie voll definiert und wir können einmal unseren Kreis zeichnen und den bemaßen. Und damit schneiden wir gleich die Bohrung. So, wir wollen durch alles, und zwar in beide Richtungen. Genauso. Einmal die Skizze wieder ausblenden. Damit ist dieser Ring schon fertig. Wir stellen eben noch ein Material ein. Das ist hier verzinkter Stahl. Da können wir einmal kurz überprüfen, ob die Masse passt. 21,6 Gramm, genau. Das speichern wir einmal ab. Als Ring. Und dann erstellen wir das nächste Bauteil. Das wäre dann dieser Zylinder. Und das ist auch ein sehr einfaches Bauteil. Einmal einen Kreis austragen. Und zwar um 15 mm. Dort kommt eine Bohrung hinein. Dafür mache ich eben eine Hilfslinie. Dann kann ich nämlich die Bohrung genau an den Mittelpunkt hier ausrichten. Wir müssen wieder in beide Richtungen schneiden. Genauso. Und als letztes noch zwei Phasen an diese beiden Kanten hier. Nicht an die Fläche. So. Und das sind 0,5 mal 45 Grad Phasen. Wir stellen wieder das Material ein. Und überprüfen das Ganze einmal kurz. 4,62 Gramm, genau. Das speichern wir ab als Zylinder. Und machen direkt weiter mit dem dritten Bauteil. Das ist diese Unterlage. So, die beiden Rundungen hier sind gleich groß und diese Kanten hier sinnvollerweise auch gleich lang. Und dann kommen Maße da dran. Und wir haben hier noch einen kleinen Abstand, dafür muss ich einmal genau hier den Mittelpunkt suchen. Okay. Das tragen wir wieder linear aus und zwar um 15 mm wieder. Und dann kommt dann nochmal eine Bohrung.
logischerweise in die andere Richtung. Und die Masse passt auch. Das speichern wir wieder ab. Und dann können wir die Baugruppe anlegen. Dazu erstelle ich wieder ein neues Dokument, aber diesmal eine Baugruppe. Und wir sehen hier direkt, da wir die anderen drei Teile noch geöffnet haben, können wir die hier direkt einfügen. Ich fange da mit dem Ring an. Und der ist jetzt wieder irgendwo im Raum fixiert. Das kann man so machen. Ich mag es aber lieber, wenn die direkt am Anfang ausgerichtet sind, die Bauteile. Ich hebe einmal die Fixierung auf und setze die beiden Ursprünge deckungsgleich aufeinander. Und wenn ich das mache, bekomme ich hier in der Deckungsgleichverknüpfung auch direkt die Option, die Achsen auszurichten. Damit liegen die Koordinatensysteme genau aufeinander und logischerweise ist der Ring dann auch vollständig definiert. Dann kommen die beiden Zylinder. Und die können wir schnell mit zwei konzentrischen Verknüpfungen an der richtigen Stelle platzieren. Und das nochmal. Ich habe mir das wieder mit Steuerung gedrückt halten und dann in eine Richtung ziehen, dieses Bauteil kopiert. Und dann nehmen wir besser die Fläche. Okay, auch vollständig definiert. Und dann haben wir die beiden Unterlagen. Das liegt da dran und wir richten wieder die Bohrung aus. Genau so. Ja, das ist jetzt gerade natürlich auf der falschen Seite. Aber das können wir eben auf die andere Seite wandern lassen, indem wir die Verknüpfung umdrehen. So. Übrigens eine Kleinigkeit am Rande. Ich habe ja, wie gesagt, die beiden anderen Bauteile auch noch geöffnet gerade. Um zwischen geöffneten Bauteilen und Baugruppen zu wechseln, mit Steuerung gedrückt halten und dann mit der Tab-Taste, so, zwischen den Teilen wechseln. Dann bekommt man dieses Menü hier. Da sehe ich die Baugruppe und die drei anderen Teile. Okay. Jetzt kommen noch diese Schraube und die Mutter. Die habe ich jetzt nicht konstruiert. Es gibt allerdings verschiedene Möglichkeiten, in SolidWorks an Normteile zu kommen. Eine davon ist, die integrierte Toolbox zu benutzen. Die findet man hier in der Konstruktionsbibliothek, in diesem Menü an der Seite. Wenn man hier auf Toolbox klickt, dann hat man natürlich verschiedene Optionen. Das ist einmal diese Toolbox. Die ist nicht für jeden verfügbar, habe ich gehört. Das heißt, nicht in jeder SolidWorks-Version ist diese Toolbox enthalten. Falls das nicht der Fall sein sollte, gibt es andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Webseiten. Eine davon ist zum Beispiel TracePaths. Da kann man sich viele Normteile und auch weitere Teile runterladen, kostenlos. Eine weitere Möglichkeit wäre jetzt auch konkret für diese beiden Teile hier, solltet ihr da keinen Zugang zu haben, werden die hier in dieser Aufgabe auch mitgeliefert. Aber ich möchte einmal zeigen, wie das hier über die Toolbox geht. Wir haben dort die Normteile, Bolzen, das ist einmal eine Innensechskantschraube und zwar
Eine DIN 912, ganz normal. Genau, diese hier, die kann ich mir direkt aus der Toolbox in meine Baugruppe ziehen. Wenn ich das mache, geht hier an der Seite ein Menü auf und ich kann verschiedene Optionen einstellen. Da ich das jetzt kürzlich schon mal gemacht habe, ist hier noch genau die richtige Schraube eingestellt. Also M5, aber ich habe ja alle möglichen anderen Optionen auch. Mit einer Länge von 40. Und dann gibt es noch so Optionen wie Gewindedarstellung. Das ist immer so ein bisschen eine Frage, welche Performance-Anforderungen man so an seine Baugruppe hat. Je komplexer man hier die Gewindedarstellung wählt, desto aufwendiger ist das natürlich zu berechnen. Und wenn ich jetzt eine große Baugruppe mit 300 Schrauben habe, dann sollte ich nicht für jede Schraube hier das erweiterte Gewinde, so dann haben wir wirklich ein detailliertes Gewinde, auswählen. Für große Baugruppen macht es mehr Sinn, da die vereinfachte Darstellung, das Ganze einfach glatt zu nehmen, oder die Standarddarstellung, dann wird das Gewinde, das sieht man gleich, so schattiert dargestellt. Ich benutze jetzt hier erstmal einfach die Standarddarstellung. Wenn es euch aber natürlich wichtig ist, dass das Gewinde in eurem Bauteil nachher enthalten ist, für welchen Zweck auch immer, dann müsst ihr es natürlich auch hier dann entsprechend wieder einstellen. Okay, dann bestätigen wir das und, ups, da habe ich schon eine zu viel eingefügt. Und das ist jetzt ein ganz normales Bauteil, das ich so wie alle anderen Sachen auch platzieren kann. Also hier sieht man jetzt diese schattierte Gewindedarstellung. Das ist so ein Kompromiss aus 3D und ja, gar keiner Darstellung. Na, ich mache es mir einmal andersrum. Und ich sperre bei der Gelegenheit auch die Rotation. So wie bei den anderen Schrauben bei der vorherigen Aufgabe auch immer. Und das hier logischerweise einmal deckungsgleich. Dann sitzt die Schraube da drin. Und dann brauchen wir noch eine Mutter. Die finden wir hier unter den Muttern. Und eine ganz normale Sechskantmutter. Und zwar ist es diese hier, die in 6923 mit Flansch. M5 und Gewindedarstellung lasse ich jetzt auch mal auf Standard. Okay. Wir speichern die Baugruppe noch einmal ab. Und damit sind wir fertig. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal.